Hallo, in diesem kurzen Video zeige ich mal die neuen Features vom WebHMI. Wir haben ja jetzt hier uns als Aufgabe gestellt, gerade für die Prozessvisualisierung mehr Informationen im Browser darzustellen und diese auch umschaltbar zu gestalten. Das Ganze wird jetzt ab der neuen VC-Win-Version 2.28 möglich. In diesem Beispiel reden wir von dem Vicosys Dual Screen Single History. Das heißt, wir haben jetzt auch ein Vicosys so ein VC-Win-Programm aufgespieltes Beispielprogramm und uns mit dem Browser auf das System verbunden und zwar nicht einfach so auf die IP, da würde man ja den ganz normalen Webmonitor bekommen, sondern eben mit /user-pages/webhmi-html. Jetzt ist es so, dass auf diesem Vicosys noch neben dem eigentlichen Prüfprogramm in der Systemsteuerung Webseiten vier Dateien liegen. Das sind quasi verschiedene Logos, so eine HTML-Seite, die sozusagen immer gleich ist bei diesem WebHMI und eine Konfigurationsdatei, mit der dieses Menü zusammen konfiguriert wird. Das ist die, die wir hier eigentlich immer anpassen. Diese Datei habe ich jetzt gerade geöffnet. Das Ergebnis sieht hier dann so aus. Ich habe hier eine Übersichtsseite mit zwei aktuellen Kamerabildern. Ich habe die Einzelseiten mit den aktuellen Kamerabildern, dazu unten ein paar Metadaten, die aus dem Prüfprogramm kommen. Und ich habe meine Fehlerbilder als quasi kleiner Ringpuffer hinterlegt. So, zur Konfigurationsdatei ist es ja jetzt so, dass wir hier drinnen erstmal so einen globalen Abschnitt haben. Dann haben wir hier die Bildpuffer, die verwendet werden. Die müssen hier angegeben werden. Das waren hier bei dem Beispiel vier Stück. Und hier unten haben wir den Menübereich, welche Elemente denn tatsächlich dort aufgelistet werden. Ich möchte an der Stelle darauf verweisen, dass wir ja zwei neue Befehle haben. Einmal Bildpuffer initialisieren und den Befehl Bild in Puffer kopieren. Hier ist es so, wenn ich hier mal die Hilfe benutze, gibt es jetzt hier unten einen Abschnitt in der Hilfe mit der Software arbeiten, Teil 3, und mit dem WebHMI arbeiten. Und wenn ich das aufklappe, sind hier diese drei Sektionen beschrieben aus der Konfigurationsdatei. Das heißt, hier ist jetzt jeder Parameter erläutert. Es ist ja so, dass in meinem Beispiel, wenn ich hier oben erstmal global schaue, vor allem erstmal der Seitentitel gegebenenfalls relevant ist, das ist jetzt hier quasi dieses Vicosys-HMI, dann habe ich hier eine Schriftgröße, ob die Schrift im Menü fett sein soll oder nicht, also bold bedeutet fett. Collapsed gibt quasi an, ob das Menü, was wir hier sehen, eingeklappt ist im ursprünglichen Zustand oder ausgeklappt. Wir haben hier eine Schriftart, wie breit das Menü ist, die aktuelle Vordergrundfarbe, die Hintergrundfarbe, also man kann das Ganze farblich gestalten. Und wenn ich mit der Maus darüber gehe, die Farbe, beziehungsweise hier die Menü Background Color ist quasi die Hintergrundfarbe im Menü. Das ist hier die Farbeinstellung, die allgemein für die Webseite gilt. Hier oben gibt es noch ein Parameter Render-Methode. 0 ist der Standard für ganz normale aktuelle Browser. So, dann gibt es hier die Bildpuffer-Konfiguration. In meinem Beispiel habe ich ja hier in meinem Bildpuffer-Initialisieren-Befehl vier Bildpuffer angelegt. Zwei für die aktuellen Bilder und zwei für die Fehlerbilder. Die werden entsprechend auch nochmal in der Webseitenkonfiguration so angegeben. Name, wie er jetzt hier intern verwendet wird. Das ist hier der Kamera 1 Name, ist quasi bei den Einzelbildspeicherseiten oder wenn dieser Puffer verwendet wird, welcher Titel dort eingeblendet werden soll. IP ist standardmäßig leer. Das bedeutet, das Bild kommt quasi vom lokalen Vicosys. Prinzipiell gibt es die Möglichkeit, das Bild von einem anderen Vicosys zu ziehen und dann müsste man hier entsprechend die IP einstellen. Also so etwas wie 192, 168, 380. Und dann wäre dieses Bild eben von einem anderen Vicosys zu holen. Dann habe ich hier nochmal einen Puffernamen. Das war jetzt CAM0, genauso wie es in meinem Bildpuffer initialisieren steht. Die History-Länge, die jetzt tatsächlich dargestellt wird, ist quasi eigentlich nur eins. Wir brauchen nur das aktuelle Bild. Ich kann hier auch Zahlen angeben, die größer sind. Dann werden aber die Bilder nur in der Webseite gepuffert. So, und ich habe hier unten meine Fehlerbilder. Hier ist es quasi so, dass ich eine Fehlerbildtiefe von 10 habe. Wenn ich jetzt eine 100 einstellen würde und auf dem Vicosys nur 10 vorgepuffert, würde man quasi, wenn man sich mit der Webseite verbindet, nur 10 bekommen. Der Browser würde dann aber bis zu 100 quasi sammeln als Ringpuffer. Und jetzt haben wir hier die eigentliche Menükonfiguration. Ich habe hier
im Menü, wenn man sich das nochmal anschaut, erstmal so ein Übersicht-Tab. Also der wird definiert, indem man erstmal so ein Overview-Display als Typ angibt, dann dem Ganzen den Menütitel verpasst, sagt, welche Buffer soll er verwenden, also einmal Buffer 0 und Buffer 1. Und hier unten steht, wie die angeordnet werden. Quasi hier hat man quasi eine Art virtuellen Rahmen. So muss man sich das vorstellen. Und die Ecke davon ist quasi bei 2%, 2%, also in X und Y. Und die Breite dieses virtuellen Rahmens ist 46 und 96%, also 46% von der möglichen Anzeigefläche und 96% hoch. Da das Bild jetzt Querformat ist, wird es quasi in diese vorgefertigte Kachel eingepasst. So, und dasselbe hat man natürlich dann nochmal, weil wir haben zwei Bilder, also ein linkes und ein rechtes. Dann habe ich als nächsten Menütyp hier aktuelles Bild 1, das entspricht quasi dieser Kachel. Hier sehe ich, dass das Ganze eben Titel hat, dass ich den Buffer 0 darstellen möchte, also von meinem aktuellen Bild, dass ich Metadaten anzeigen möchte, das sind quasi die Daten, die hier unten im Bild in Puffer kopieren Befehl mitkopiert wurden. Also konkret heißt es hier in dieser Variable Time und Result, die ja irgendwas sein kann. Zum Beispiel ein Zeitstempel von der Messung und ein Messwert. Identisch ist das dann mit aktuelles Bild 2. Und ich habe hier noch zwei Fehlerbild-Konfigurationen. Hier habe ich die Möglichkeit, hier unten über den Pause-Button das zu stoppen und hier einzeln mich durchzuklicken durch die verschiedenen Seiten bzw. hier unten wieder zu starten. Hier drüben im Menü könnte ich mir die letzten Fehlerbilder eben anschauen und ich habe hier die Metadaten. Hier ist es wieder so, dass ich angeben muss, aus welchem Bildpuffer er die Daten nimmt, wie das Ganze im Menü heißen soll und dass es eben als Datentyp History Display ist. Die Metadatenhöhe bezieht sich hier auf die Höhe dieser unten liegenden Information. Viel mehr ist eigentlich nicht in so einer JSON-Konfigurationsdatei anzugeben. So, dann vielen Dank. Ich wünsche Ihnen damit viel Spaß. Tschüss!